gefragt, genau. Videodiscs. Ja, brennstoffbereit. Ja, kennen wir schon. Walter Connors. Neues PDA. Erfolgt mit dem MFS-Kompressor. Interessant. Erstmal E-Mail-Rückforderung. Memo an mich, muss daran denken, mir von Shin meinen 18. Löffel zurückzuholen. Aha, hätte ich ihm nie leihen sollen. Er hat mich nie zum Mitspiel eingeladen. Er ist kein Freund. Noch eine Memo an mich. Schrank 039 102. Walter, ich möchte dir persönlich für deinen letzten Änderungsvorschlag zur Dilatationsmatrix danken. Die Jungs hier bei der CPU haben deine Zahlen durchlaufen lassen und nach einigem Hin und Her sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das die fantastische Märchentheorie ist, die uns hier untergekommen ist. Wenn du Zwerge liebender, rachentötender, auflevelnder Depp auch nur das geringste Interesse hast, dein Arbeitsplatz zu behalten, solltest du das Rollenspielen sein lassen und ein paar mathematische Grundlagen brauchen. Viel Glück bei deiner nächsten Beurteilung, mein Derek. Okay, dann ich muss da jetzt irgendwie rüberkommen. Okay, Schrank 38, das macht doch bei Shin. Muss ich gerade gucken. Ja, Lagerschrank 038 ist 409. Dann wollen wir mal. So, Munitionsgürtel. Ah ja, da ist auch davon was dabei. Gut, dann mal weiter. Engineering. Ah, gespeichert. So, Schrank 39. Machen wir demnächst. Hey. Ne, hier war das nicht. Das war dann schon dort. Ja. Au. Au. Nächsten. Wow, ja genau. Schreckung raus, ne? Schreckung raus sind hier, Schreckung raus töten Mensch und Tier. Schreckung raus sind wir, sie sind hier, sie sind wir sind hier. Puh. Speichern. Und weiter. Ist das... Ich wollte gerade sagen, ist das Betrüger? Jawohl. Oh, ja. Ich weiß, was jetzt kommt.
schließen. Ich kann Ihnen helfen. Das Licht ist aus. Ich führe Sie hier durch, wenn Sie mir aus der Basis raushelfen. Ja, gerne. Sturmausfall. Daten retten. Los, ich kann nicht warten. Ja, ja. Das wird jetzt mies. Magnetische Impulse haben die Elektrik ausgeschaltet. Vorsicht, ein großer pustet uns auch das Licht aus. Jetzt tauchen hier und da dann. Da ist einer. Gegner auf. Was war das? Hat sich da gerade was bewegt? Speichern. Das war knapp. Willst du laut sagen, Alter? Schnell, wir müssen weiter. Ja, und ich muss mich ausrüsten. Verdammt. Speichern. Du bist jetzt tot, Freund, ja. Schon mal fettes Sorry. Manchmal muss man eben auch ein Opfer bringen. Ich weiß jetzt nicht, ist der mir in der ersten Aufnahme-Session auch schon da verreckt? Boah, wie war hier der Code nochmal? 102 oder 104? So, Boxsack. Habe ich ja alle. Nein! Wenn die so eingewebt sind und ich sag schon, die sind wie beim Boxsack, dann weiß ich, wer jetzt kommt. Diese komische Spinnenkönigin, die mich so ein bisschen an Zelda Ocarina of Time Gotha erinnert. Ist die Gotha? Spinnenkönigin Gotha. An. Speichern. Jetzt muss ich vielleicht abgefahren. Spinnen, ja.
Ahnung, wie diese Gegner heißen. Ich sage einfach Spinnen dazu. Und ich gebe denen jetzt auch nicht irgendwelche Namen. Ich kann nur sagen, das sind Spinnen. Da kann ich dazu nichts sagen. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Wie die Pest. Sag mal, bin ich bei der Rack Attack? Labor 3. Wow. AL2, Hauptkreuzung, zeig bloß Alpha Lab 2. Aber ich bin noch im 3er. Jetzt könnte ich schon mal nach hinten und das erste Hilfeset hier verwenden. Ah, da ist auch noch mal eins. Okay, gut zu wissen. Dann heißt nur, ich brauche Rüstung. Dann bin ich wieder auf dem alten Stand. Wer sagt's denn? Moment mal. Oder kann... Uah! Oder kam erst das Spiel mit Radioaktivität? Ja! Stimmt ja. Ich erinnere mich, erst Radioaktivität wegräumen, dann konnte ich da durch. Mark Lamia. Schauen wir mal. Inkompetente Mitarbeiter, hören wir uns gleich an. George Pooter. Graham Fuchs. George Pooter. Komme heute nicht. Mr. Lamia, mir geht es heute nicht gut. Werde es wohl nicht zur Arbeit schaffen. Können Sie bitte jemand anderen für meine Schicht einteilen? Vielen Dank, George Pooter.